Eine Präsentation, in der ich meinen Frauen die Ein-Haus-für-alle-Idee schmackhaft machen will. Ich werde sie jetzt der ganzen Familie zeigen. Und ich bin etwas nervös. Meine Kinder, die nicht in Flagstaff leben, sind zu Weihnachten bei uns. Und ich will ihnen diese Idee auch vorstellen. Ich glaube, dass sie offener dafür sind und so ihren Müttern helfen zu sagen, okay, das könnte funktionieren. Willkommen in meinem Haus. Er zeigt uns ein Bild von einem Wohnzimmer. Das ist sein Haus. Was heißt das? Toller Blick. Unser Familienbild. Wessen Haus ist das? Meins. Das ist das Haus. Die meisten Polygamisten träumen davon, in einem Haus zusammen zu wohnen. Wir sollen wirklich in einem Haus leben. Jenna lacht, Mary sagt nichts. Robin sieht nicht mal hin. Das ist sicherlich ein Schock für sie. Die Haustür geht zum Wald raus. Die andere Garage. Das Deck. Und das ist der Eingangsbereich. Wahnsinn. Unterm Strich gibt es einen Hauptgrund, warum ich nicht mehr mit allen in einem großen Haus wohnen will. Ich mag mich jetzt lieber als damals in Utah oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt. Ich bin eine bessere Mutter. Und das möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Wohnen wir wieder alle zusammen? Klasse. Es ist nur eine Idee. Erst mal ansehen, keine Fragen. Echt schön. Dieses Haus hat nur einen Eingang. Links davon wohnen Robin und Janelle, in der Mitte wohne ich und rechts Mary und Christine. Wenn man ins Haus kommt, führt eine Treppe nach unten. Oder ihr geht durch und kommt in mein Haus. Wenn ihr zu Janelle wollt, geht ihr durch diese Tür und zu Christine geht es hier lang. Und da ist Mary. Ich habe eine Küche, damit alle sie benutzen können. Wenn ihr Kinder einen Snack haben wollt, kommt ihr zu mir. Das macht eure Mütter autonom. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mann mit mehreren Frauen ein eigenes Haus hat. Es gibt Männer, die haben ein eigenes Schlafzimmer. Aber das würde ich nie akzeptieren. Ich habe mich darauf eingelassen, dich zu teilen. Du hast dich auf uns alle eingelassen und damit steht dir keine Zeit für dich selbst zu. Tut mir leid. Es ist alles weiß. Weiß. Alles ist weiß. Everything is white. Stop. Stop. Ja, und unsere Jüngste sitzt hinter mir. Alles ist weiß. Er hat vergessen, wer seine Kinder sind und mit wem er verheiratet ist. Die weißen Möbel werden innerhalb einer Woche ruiniert sein. Es ist weiß und zu klein. Das ist meins und ich mag weiß. Die Einfahrt zur Garage ist hier. Es gibt 10 Plätze. Unterm Haus gibt es 10 Plätze? Wir haben mehr als 10 Autos. Eine Mini-Tiefgarage. Klingt nach Stau unterm Haus. Wir brauchen einen Parkplan. Ich muss was Positives sagen. Aber was? Denn ich will nicht in einem großen Haus wohnen. Nein. Der Eingang, meine Küche, mein Wohnzimmer. Robins Küche, Janelles Küche, Christines Küche und Marys Küche. Jede Mutter hat ihren eigenen Bereich.
Es ist ein wunderschönes Haus. Er hat da offensichtlich viel Arbeit reingesteckt. Und ich höre mir das erstmal nur alles an. Wie sehr will er dieses Haus? Und wie sehr sind Robin, Christine und Janelle dafür oder dagegen? Soll ich meine ehrliche Meinung dazu sagen? Ich weiß nicht. Ich habe gemischte Gefühle. In unserem Haus in Lehigh in Utah hat Mary oben und Christine unten gewohnt. Das war hart, denn wir haben alle einen sehr unterschiedlichen Tagesablauf. Man kann nicht vermeiden, dass man von den anderen gestört wird. Ich gehe um 9 Uhr ins Bett, stehe aber um 4 oder 5 auf. Robin geht erst um 1 ins Bett und bleibt morgens länger liegen. Die Wände zwischen den einzelnen Häusern sind schallisoliert. Also alle Innenwände, die zwischen den Wohnbereichen der Mütter verlaufen, haben einen Lärmschutz. Darf man Fragen stellen? Nicht wirklich. Ist es wichtig? Ich wollte erst alles einmal kurz vorstellen. Okay. Mir fällt viel dazu ein. Nur wann sollte ich das alles ansprechen? Behaltet eure Meinung noch kurz für euch. Er will noch keine Kritik hören. Er denkt bestimmt, bitte träumt meinen Traum noch ein bisschen mit, bevor ihr meine Pläne in Stücke zerreißt. Das ist nur eine Idee. Wir können alles ändern oder es auch gar nicht bauen. Ich habe meinen Frauen immer gesagt, dass ich sie nicht zwingen möchte. Christine wollte nicht mal übergangsweise bei mir oder Janelle wohnen, bis ihr Haus in Flagstaff bezugsfertig war. Das bringt alle durcheinander. Das Angebot war lieb gemeint, aber ich wollte keine Umstände machen. Ich bin wirklich nicht begeistert. Ich habe das schon so oft gesagt. Wir haben so viele verschiedene Wohnkonzepte ausprobiert. Und was wir in Las Vegas hatten, war perfekt. Ich will das einfach mal durchspielen und ich bitte euch nur, unvoreingenommen zu sein. Wenn ich die Einzige bin, die dagegen ist, werde ich einfach lauter protestieren. Ich ziehe da nicht ein. Auf keinen Fall.